Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem gestreamten Konzert aus dem Beethovenhaus Bonn, von wo immer Sie uns jetzt gerade zuhören. Herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass dieses Konzert heute, wenn auch noch ohne Publikum, aber doch stattfinden können, und sitzen hier über einem unglaublichen Tresor. Unter uns befinden sich nämlich viele der wichtigsten Manuskripte Beethovens. Unser Programm zeigt Beethoven heute in seiner ganzen Dialektik als ein Komponist, der auf der einen Seite schon zu Lebzeiten sehr populär und bekannt war, eine Art lebende Legende, und auf der anderen Seite einen großen Revolutionär, einen Verstörer, einen Provokateur und jemand, der die Leute sozusagen auch von sich gestoßen hat, der auch oft nicht verstanden wurde. Das erste Stück, das Kunstlied Adelaide aus dem Zyklus Opus 46, vereint sozusagen in 4 Minuten diese ganze Dialektik, denn dieses Lied war, wenn man so will, zu Lebzeiten von Beethoven bereits eine Art internationaler Hit. Es wurde in 2 Sprachen übersetzt, nämlich Englisch und Italienisch, und erschien in 4 verschiedenen Verlagen im Druck. Das heißt, es hatte eine riesige Verbreitung weit über den deutschen Kulturraum hinaus und war ja ein echter Popsong. Und es ist eine Vertonung eines wunderbaren Liebesgedichts von Friedrich von Mattheson. Und auf der anderen Seite hat es aber auch schon revolutionäre Sprengkraft, denn Beethoven verabschiedet sich hier von der klassisch gängigen Liedform, die ein ABA hat, also 3 Teile. Und er wendet eine Form an, die man Sonatensatzform nennt. Und das würde vielleicht zu weit führen, das jetzt zu erläutern. Aber diese Sonatensatzform verarbeitet die Themen, verändert sie. Und Sie haben sicherlich gehört, dass dieses Lied ganz schnell und lebendig endet. Und das ist eben ein Merkmal der Sonatensatzform, die eigentlich nur für Instrumentalmusik angewendet wurde. Dass also Beethoven das in einem vokalen Stück gemacht hat, war schon eine Aushebelung von Konventionen und zeigt schon so ein bisschen den Weg, den er dann später in noch viel radikalerer Weise gehen würde. Das nächste Stück ist ebenso radikal und hat Türen aufgestoßen zu einer Moderne, und ist von den Beatles, genauer genommen von John Lennon und Paul McCartney. Es war eigentlich das weniger wichtige Lied auf einer sogenannten Single. Das war so eine kleine LP mit 2 Titeln drauf. Und auf der A-Seite befand sich das berühmte Lied Yellow Submarine. Aber auf der B-Seite befand sich Eleanor Rigby. Und Eleanor Rigby war ein kryptisches Gebilde, das auch einen sehr ungewöhnlichen Text für ein Liebeslied hat, nämlich beschreibt die Einsamkeit einer alten Dame. Und das andere, was wirklich außergewöhnlich an diesem Stück ist, das auch zu seiner besonders mystischen Atmosphäre beiträgt, ist die Originalinstrumentierung. Die Beatles haben verzichtet auf die klassische Gitarre, Bass, Klavier, Schlagzeugbegleitung der Gesangsstimme, sondern die Gesangsstimme wird von 2 Streichquartetten begleitet. Ich selber habe lange Quartett gespielt, deswegen habe ich natürlich eine große Affinität und Nostalgie zu diesem Klang. Und den kann man auch in diesem Lied hören. Dieses Lied hat Popmusikgeschichte geschrieben, dadurch, dass es so kryptisch war. Und viele Generationen von nachfolgenden Künstlern, auch Jazzer, haben ihre Coverversion davon gemacht. Und das tun wir nun auch. Viel Vergnügen mit Eleanor Rigby. Ich darf vielleicht noch dazu hinzufügen, dass Paul McCartney einmal gesagt hat, als er gefragt wurde, wie er auf diese Idee kam, dieses Lied zu vertonen, sagte er in großem englischen Understatement: Ich habe nur über einen E-Moll-Akkord improvisiert. Thank you.
nächste Stück im Programm ist wahrscheinlich eins der radikalsten, die Beethoven geschrieben hat. Vor allem für unsere Besetzung Klavier und Cello. Die letzte Sonate, Opus 102, Nummer 2 in D-Dur. Diese Sonate im Gegensatz zum Kunstlied Adelaide wurde überhaupt nicht von den Zeitgenossen angenommen oder verstanden. Sie war auch in ihrer Kürze und ihrer Komprimiertheit so drastisch, dass viele Leute überhaupt nicht verstanden haben, was los war, und da war das Stück schon wieder vorbei. Dieses Stück besteht aus drei Sätzen. Der erste, ein Zeugnis dieser unglaublichen Komprimiertheit, wo Beethoven alles auf das Wesentliche reduziert, alles weglässt, was in irgendeiner Form überflüssig oder lang wäre, vergleichbar mit dem Streichquartett Opus 95, das auch knappe 20 Minuten dauert, ebenso wie diese ganze Sonate. Im ersten Satz folgen also ganz scharfe Kontraste von sonnig, optimistisch bis hin zu depressiv und auch dramatisch aufeinander in allerkürzester zeitlicher Abfolge. Und das macht dieses Stück eben so unglaublich modern. Das ist im Prinzip eine Ästhetik, die dann Webern zur Vollendung geführt hat, dessen Stücke insgesamt überhaupt nur eine Minute dauern. Der zweite Satz ist so einer dieser typischen Sätze für die einsame Insel. Einer der allerschönsten Sätze, die Beethoven überhaupt geschrieben hat. Voller subjektiver Empfindung, voller Romantik. Und das ist das Stichwort, er stößt die Tür zur Romantik ganz weit auf. Also das ist sozusagen schon ein Werk, das viel später hätte geschrieben werden können. Und das durchaus auch epische Längen hat und sehr rhetorisch und subjektiv daherkommt. Es mündet in den letzten Satz eine Fuge, aber diese Fuge hat es in sich und ist im Prinzip auch das Gegenteil einer Fuge, denn es ist, wie soll man sagen, ein Sinieren über eine Tonleiter. Und aus diesem Sinieren ergibt sich das Fugenthema, übrigens in Dreivierteltakt geschrieben mit einem tänzerischen Duktus, was auch ungewöhnlich ist für die archaische Form einer Fuge. Und lauter Gegenakzenten, also im Prinzip zerschießt Beethoven auf allen Ecken und Enden das Gebilde einer Fuge, obwohl er sich formal ganz streng, auch mit Zwischenspielen und allem drum und dran, daran hält. Also diese Fuge am Ende hat Höhen und Tiefen und im Prinzip zeigt sie eine Seite von Beethoven, die man auch sehr wenig kennt, nämlich einen sehr humorvollen Umgang mit der Form und ein richtiges Augenzwinkern. Viel Freude bei der dreisätzigen letzten Cellosonate für Klavier und Cello. Thank you.
Nach diesem Stück ist man erstmal ein bisschen aus der Puste. Und wir bleiben aber in dem Modus, aus der Puste zu sein und machen gar nicht so eine lange Pause. Kommen gleich zu einem der radikalsten Gitarristen, Künstler, Rockmusiker überhaupt der ganzen Geschichte. Er ist verbunden mit einem bestimmten Zeitgeist, der im Festival von Woodstock. Der Fest von Woodstock sich über den ganzen Globus verbreitet hat. Und Sie wissen sicherlich, wen ich meine, wenn ich das sage, nämlich Jimi Hendrix, den großen Gitarristen, der ein unglaublicher Virtuose auf der Gitarre war, die ganze Gitarrentechnik umgekrempelt hat und Generationen von Gitarristen damit beeinflusst hat. Aber er war, ähnlich wie Beethoven, auch ein sehr politischer Mensch, hat immer sehr klar Stellung bezogen und war immer in dem, was er sagte, unglaublich ausdrucksstark und konsequent. Und eines dieser Stücke spielen wir nun wahrscheinlich eines seiner berühmtesten mit dem Titel Purple Haze. Thank you.
passiert schon mal bei einer E-Gitarre. Und nun kommen wir wieder zu Beethoven zurück und schaffen einen kompletten Bruch in dieser Welt, in seiner Welt auch, und spielen eins wahrscheinlich der berührendsten Stücke, der menschlichsten Stücke, die er überhaupt geschrieben hat. Sie ist aus dem Streichquartett Opus 130, und zwar die berühmte Cavatina, der langsame Satz. Dieses Stück hat mich Jahrzehnte begleitet und ich habe es natürlich unglaublich geliebt und es war ein Herzensstück unseres Quartetts. Aber als wir auf die Suche gingen nach einem Arrangement aus dieser Welt, war es gar nicht so einfach, ein Stück zu finden, das sich von der Textur gut arrangieren ließ. Aber dieses eignete sich wunderbar, nicht nur, weil es ein sehr polyphoner Satz ist, der auch sehr subjektiv geschrieben ist. Es ist sozusagen ein echtes Klagelied, wenn man so will, ein ganz, ganz hochemotionaler Gesang. Aber das eigentlich Bemerkenswerte ist der Mittelteil, der gar nicht besonders lang ist, der mit dem Wort beklemmt überschrieben ist. Dieses Wort hat es vorher und nachher nie gegeben als Charakterbezeichnung in der Musik. Und es bildet sich sozusagen ein Ostinato-Rhythmus in den unteren Streichern im Original. Und darüber ja, spielt so versetzt stammelnd die erste Geige. Ein Thema kann man gar nicht nennen. Es ist eigentlich im Prinzip ein Herumirren. Und da zeigt sich Beethoven auch wieder von einer unheimlich anderen Seite, als man ihn so kennt. Man kennt ihn so als den leidenschaftlichen, ja, zuweilen auch heroischen oder tragischen Komponisten. Wir haben auch schon Humor gehört, aber eine Verletzlichkeit, eine Einsamkeit und eine große Schwäche so offen zu legen, das verleiht natürlich wieder Stärke. Und das ist in einer ganz besonders eindrücklichen Weise der Fall in diesem beklemmt Teil in der Cavatina, die wir für Cello und Klavier arrangiert haben.
diesem Stück kann man es halten wie Beethoven und eigentlich nur mit einem kompletten Bruch weitermachen. In Opus 130 folgt jetzt die große Fuge, aber keine Sorge, die spielen wir jetzt nicht. Oder man bleibt in der Verletzlichkeit. Heute haben wir uns für diese Variante entschieden und kommen zu einer Künstlerin, wo dieses Wort im Prinzip ja fast Programm ist. Und sie ist eine der ganz großen Blues-Sängerinnen, Soul-Sängerinnen unserer Zeit, Amy Winehouse, leider auch im Club der 27, so wie Jimi Hendrix, viel zu früh verstorben. Und ja, sie hat eigentlich immer ihre abgründige Seele gezeigt, offenbart in ihrer unglaublichen, tiefen, anrührenden Stimme, aber auch in wunderschönen Texten und fast wie eigentlich keine so bekannte Künstlerin hat sie ihre Verletzlichkeit offengelegt in ihrer Kunst. Und wir spielen nun eins ihrer bekanntesten Stücke, nämlich Back to Black. Thank you.
Am Schluss des Programms kommen wir zu einem ganz besonderen Werk von Ludwig van Beethoven, das ein Kosmos im Kosmos ist eigentlich. Es ist der letzte Satz der großen Klaviersonate Opus 110 und überschrieben mit Adagio manon troppo, dolente, recitativo, fuga. Es ist eine Reise durch viele verschiedene Welten und man fragt sich wahrscheinlich, wie man auf die Idee kommt, so ein Klavierwerk für Cello und Klavier zu arrangieren. Und wir sind in diesem Werk fündig geworden. Beethoven selbst hat ein bisschen uns diese Steilvorlage dazu gegeben, denn er zitiert eine berühmte Arie aus der Johannespassion, Es ist vollbracht, in diesem Stück, das er auch durchaus autobiografisch meint, denn er ist selbst, als er das komponierte, von einem viralen Infekt genesen und kommt langsam wieder zu Kräften. Dies ist sozusagen der heilige Dankgesang für die Pianisten und nun auch für die Cello-Klavier-Duos. Und diese Arie aus der Johannespassion wird im Original von einer Gambe gespielt. Also man kann gar nicht sagen begleitet, sondern es ist ein Hin und Her zwischen Sänger und der Solo-Gambe. Und dieser streicherische Ansatz, den Bach da gezeigt hat, den wollten wir gerne bei Beethoven wieder zurückholen und haben eine Bearbeitung gemacht von diesem wunderbaren Werk, das in eine Fuge mündet. Dann kommt das Adagio Dolente wieder zurück, dann kommt die Fuge in der Umkehrung und noch einmal das Adagio Dolente bis hin zu einer großen triumphalen Schlussapotheose, die auch nicht nur diesen Satz, sondern die ganze Sonate Opus 110 beendet und heute Abend auch dieses Konzert.